Moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück im nächsten Part von Mass Effect Andromeda. Ich bin kurz im Pausemenü, weil mein Kamerad, den wir ja letztes Mal mitgekriegt haben, noch lebt zum Glück, ne? Gerade angefangen hat zu quatschen und das will ich euch ja nicht vorenthalten, deswegen starten wir mal kurz hier in diesem Menü. Vielleicht in den nächsten Parts ein bisschen anders, aber das müssen wir mal gucken. Was ich hier sehe, wir können ja mal ein bisschen was durchgucken. Wir haben hier 6 Objekte im Inventar, irgendwie so, keine Ahnung. Mein Levelbereich wird mir angezeigt, das Spiel an sich, das wird wahrscheinlich hier irgendwelche Einstellungen sein, oder? Tutorial, yo, okay, das kann ich speichern, Fähigkeiten. Hier kann ich dann Punkte vergeben, oder was? Betäubungsschuss, das haben wir schon. Richtig nice, Biotik. Achso, kann ich die schon nehmen? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und Tech, ne? Truppfähigkeiten, Liam. Ah, geil, da kann ich mir auch noch meine Leute zusammenstellen. Okay, ja gut, ich würde mal sagen, das wird uns dann nochmal berichtet. Informationen. Neue Sachen, ne? Okay, da schöne Informationen, vielleicht lese ich mir die mal durch, damit ich ein bisschen Hintergrundwissen kriege. Um das euch auch mal mitzuteilen. Logbuch ist unsere Aufgabe. Okay, sehr schön. Abgeschlossene Mission. Okay, das ist schön. Dass das schön alles ordnungsgemäß hier alles perfekt ist. Sehr schön. Gefällt mir. Wir starten. Wir gehen ins Game raus. Rein. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Geil sieht das aus. Es sieht so geil aus. Ich habe jetzt nochmal vom letzten Mal ein bisschen die Grafik runtergeschraubt. Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Weil es dann doch ein bisschen geruckelt hat. Wasser? Und wir gucken uns mal hier um, würde ich mal so sagen. Wir können ja, ich habe gelesen, wir können scannen, wir können Sachen uns angucken. Was gibt denn die Flora und Fauna her? Diese Bauwerke, die wir beim Anflug gesehen haben. Achso, scannen. Kann an so einem Ort überleben. Scan abgeschlossen, unbekannte Pflanze. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Okay, das ist cool. Können wir erstmal so rumlaufen. Das ist immer noch unsere unbekannte Pflanze. Vielleicht kann man ja, wenn man mehrmals drauf drückt, irgendwie mal eine bekannte Pflanze daraus machen. Ich weiß es nicht. Die Stürme hier scheinen nicht natürlich zu sein. Okay, wir brechen mal. Ah, unsere Waffe. Lol. Cool. Haben wir noch andere Sachen? Kann ich... Oh. Oh, shit. Okay, das ist unsere 1. Mit Abklingzeit. Okay, wir können... Wir haben keine andere Waffe. Wir haben unsere Knarre. Okay, so laufen wir jetzt auch lang. Würde ich mal sagen. Zum Folgen. Z halten. Wir sollten besser weitergehen. Okay, kann ich nichts machen. Oben, das kennt man von Skyrim, den Kompass, ne, ungefähr, wo man lang gehen muss. Wir gehen mal gucken. Halten Sie V, um Ihre Waffe zu halftern. Ah, okay. Cool. Gut, hier sind irgendwelche Sachen. Das ist unser Schiff oder sowas, wo wir drin waren. Hier rumzutrödeln bringt uns nicht weiter. Ja, jetzt lass mich doch mal ein bisschen gucken hier. Kann ich hier was scannen? Beim Absturz beschädigt. Ohne Nutzen für uns. Ohne Nutzen für uns. Ah, das ist doch schön, dass uns das mal gesagt wird. Hier ist was. Da ist unsere Kommeinheit. Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Na geil. Okay. Das erklärt, warum wir unsere SAM-Verbindung verloren haben. Richtig mal besser. So, wir gucken mal, was wir hier noch finden. Ich bin ja hier noch so MMO-mäßig überall was zu finden. Irgendwas, Oh, G gedrückt halten. Um was zu scannen. Das... Oh, der Pilz. Unbekannt. Mehrzellige, pilzartige Lebensform. Sam ist momentan offline. Okay, also wir können jetzt noch nichts großartig... Ich darf nicht immer... rechte Maus... Kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Okay, ja, wir geben unseren Leuten auch noch Tipps. Richtig nice, Baby. Richtig nice. Ich will hier eigentlich alles scannen und gucken, was das alles ist, ey. Aber wir müssen auch ein Denken bisschen vorankommen. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? So, laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, wenn sie gerade stillstehen, um ihr aktuelles Einsatzziel anzuzeigen. Hier ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Ah, da, Alter, wie geil. Es wird jetzt uns angezeigt. Okay, nice. Genau so wollte ich das doch haben. Schön die Wrackteile, Alter. Schön alles am rumbrennen. Alter. Bane, Baby Bane. Ne, wer kennt's nicht? Oh. What the fuck? Was war das? Das sind die Was Blitze. Was zum Teufel ist das?
Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Wir müssen da echt durch, ne? Sprinten, umschalten. Das ist doch okay. Verrückt. Okay. Willkommen auf Habitat 7. Wow, 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 wow. Komm ich da durch? Halt sie in Bewegung. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Heftig, ah. Scheiße. Ah, nein. Digga, jeder für Verdammt. Sich. Holy shit! Shit, das hat wehgetan! Oh. Ah, geil! Aus, als wäre es da drunter sicherer! Yeah, Mann, Alter! Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Habt ihr das gesehen? Sie versucht uns umzubringen. Nice, Alter, das ist ja richtig geil. Okay, wir haben einen Speicherpunkt. Wir machen aber weiter. Wir, ne? Wir haben ja nur nichts großartig geschafft. Halt, was ist denn hier? Können wir das scannen? Nee. Können wir nicht scannen. Ach Mann, ich drücke jetzt hier immer noch. Das muss ich mir abgewöhnen, rechte Maustaste zu drücken. Okay, na. Wow, was ist das? Da oben fliegt irgendwas. Wow, holy shit, Mann. Wow. Wir sind nicht mehr in der Milchstraße. Geile Scheiße, Mann. Ey, ohne Spaß. Neue Lebewesen. Können wir die scannen? Vom Weiten? Nee, können wir noch nicht. Ah. Ich glaube, das werde ich niemals hinkriegen. Was ist das? Das möchte ich aber scannen. Standard-Energiezelle, Antrieb, Status defekt, Warnung, hohes Energieniveau registriert. Okay. Forschendaten. Verdienen Sie die Forschungsdatenpunkte, indem Sie unbekannte Technologien und Lebensformen scannen. Ja, das machen wir. Im Forschungszentrum können Sie FD-Punkte wahrscheinlich ausgeben. Wir gehen mal hin. Okay. Das tut mir weh. Wie groß ist dieses Feld? Kann ich hier links rum? Nee. Ah, ich kann hier lang. Okay. Sehr schön. Das sind die Viecher, ne, die hier solche Geräusche machen. Da! Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Okay, aber hier ist irgendwas. Na los! Was ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Was ist das? Ist da irgendwas mit Munition oder sowas? Boah, die Blitze, Alter, wie die einschlagen. Ist schon richtig heftig. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los. Was war das? Ach, ich glaube, ich würde lieber abstürzen, ja, als vom Blitz getroffen zu werden. Nur Geduld. Halt, stopp, Digga. Wir müssen einmal hier kurz reingucken. Noch mehr leuchtende Pilze. Machen die diesen... Ich orte eine große Menge Energie. Biologische Verwerfung, ein hohes Energieniveau registriert. Kann ich hier was machen? Kann ich bestimmt später irgendwie abbauen oder sowas. Richtig nice. Ich hab's erstmal gescannt, Leute. Was ist los? Wir sind voll der Scanner-Typ. So. Du bist schon hier, ne? Ah ja, Steuerung. Schön, dass es mir nochmal angezeigt wird. Das finde ich sehr, sehr gut. Wie hat mein Dad sie gefunden? Springen, Leertaste, okay. Ich war ein Kopf. Und später wow. In einer Spezialeinheit. Nice, Alter. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Das hört sich gut an. Bier finde ich immer gut. Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, das Bett. Das wird knapp. Nice, Alter. Wir sind richtig gut, ey. So. Na los. Wir kriegen das hin. Da hinten müssen wir lang. Würde ich mal jetzt so behaupten. Ah. Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Ja, da ganz oben, ne? Oh, Video. Nice. Richtig gut. Machen Sie mal Platz. Danke. Bitte. Was? Zum Teufel ist das? Oh, shit. Was haben wir denn hier? Ein Rätsel, das wir lösen müssen? Ärger. Nee, wir machen das hier. Keine Ahnung. Aber wir werden es rausfinden. Sie klingen wie ihr alter Herr. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Nur was? Eins nach dem anderen. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Oh shit. Dass sie den nicht sehen. Oh Scheiße. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Rechnen mit dem Schlimmsten, würde ich mal sagen.
Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Was ja auch meistens eintritt. Ein Wort und ich eröffne das Feuer. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Kann ich die scannen? Liam, weg mit der Waffe. Wir wollen sie nicht provozieren. Hoffe, sie wissen, was sie tun. Rook. Neuer Jules. Er sieht uns. Wir verstehen sie nicht. Geben Sie uns unseren Mann, sonst wird's hässlich. Gustav! Was macht der andere Typ? Scheiße, sie schlagen ihn. Digga. Du tötest jetzt nicht unseren Mann. Boah, ich musste schießen, Alter. Oh, ich bin in Deckung. Geil. Nachladen, hochgehen. Boah, was für ein Sound, Alter. Okay. Das war's. Okay, Fischer. So viel zum Thema Frieden. Danke, dass Sie eingegriffen haben. Wir hatten keine große Wahl, ne? Wir wollten reden, aber Sie wollten nicht zuhören. Was blieb uns übrig? Sie haben mein Leben gerettet. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Auf jedes denn. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollten. So wie Sie sie behandelt haben, Blutproben, würde ich sagen. Ja, wir sind die Aliens, würde ich mal so behaupten, ne? Wenn man es von der klaren Sicht sieht. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht, oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, komm, mein Ball! Ah, nee, gebrochen oder was? Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Okay. Wow, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Kann ich jetzt hier nochmal scannen? Ah ja, jetzt kann ich scannen, oder? Okay. Ich habe hier keinen Kontakt zu CERN. Aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie so, sind DNA-basiert. Und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Wo ist denn der andere Typ? Da. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Kann ich die Waffen aufsammeln? Nee, ne? Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Karte anzuzeigen. Nee, Karte brauchen wir jetzt erstmal nicht. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaften. So, was haben wir denn hier? Schildkondensatoren wahrscheinlich und Brandmunition. Nice, wir nehmen alles. Definitiv. Wir sind Horter. Wir sind ein Horter. Wir sind der Aufklärungsexperte. Ah. Jetzt habe ich die Munition aufgenommen. Alles klar, ein Strich geht weg. Okay. Es sah aus, als wüssten Sie mit einer Waffe umzugehen. Nice. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Was ist das? Ey, ich denke immer, einer schießt, Mann. So. Wir gucken uns hier nochmal um. Aber auch nur da hinten noch einmal schnell. Ob wir hier noch was finden. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir weiter. Hier ist nichts. Perfekt. Alles klar. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist dieser Generator wieder. Holy shit, Mann. Fette Geräusche. Heftige Sache. Okay, jetzt gucken wir mal. Können wir auch M drücken, ne? Wir gehen. Was ist das? Alien-Bauwerk. Und was ist hier? Unbekannt. Okay, wir gehen erstmal zum Alien-Bauwerk und gucken mal, was wir dort finden. Was uns da erwartet. Bin ich mal gespannt. So, hier ist auch nichts Großartiges. Man kann auch schön weit gucken. Das gefällt mir. Hören Sie das? Hier sind auch wieder Schüsse. Ist das Kirkland? Bitte, ich ergebe mich. Erscheint ich sagte, ich okay. Sie haben ihn erschossen. What the fuck? Schalten wir sie aus. Die können doch nicht einfach jemanden erschießen, Alter. Wenn sie einen Kampf wollen, können. Okay, wir müssen mal ein bisschen zielen üben. Komm hoch. Bam. Wow, das war der Digga. Letzte. Der Schuss hat gesessen, Alter. Ich fass es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Kirkland es geschafft? Kann ich das nicht scannen? Das Ding geht schon wieder los. Okay, muss ich mich wohl dran gewöhnen.
Kann ich die weiterhin scannen oder kommt immer nur diese 35%? Ich dachte, man kann ein bisschen mehr aufsaugen an Informationen, würde ich mal so behaupten. Nee. Gucken wir doch mal, wie es ihm geht. Ja. Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Wollte sich ergeben? Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Na, der erste Eindruck zählt, ne? Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Oh, wir haben neue Waffe. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Kann ich jetzt trotzdem, wechseln? Trotzdem, sieh nur diese Architektur an. Das ist einfach das ist unglaublich. Mit meiner Waffe los. Die zuckt aber ganz schön. Drücke Alt, um einen Blick zu fokussieren. Ja, okay. Was haben wir hier? Nee. So, perfekt. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich guck mal einfach. Wir gehen einfach zum Bauwerk. Da hinten sind unsere Missionen. Kann ich noch ein bisschen näher ran? Können wir... Ich würde sagen, wir erforschen noch mal ein bisschen die Gegend hier. Dieses Bauwerk. Nein, Digga. Ich will nicht fighten. G drücken. Jetzt kann ich G drücken. Was habe ich noch nie gesehen? Alter, 300 bis 400 Jahre alt. Es sieht aus, als wäre es mindestens 300 oder 400 Jahre alt. Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Kann man nicht rein. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich 2 Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, das ist schon ein bisschen... Scheiße, haben Sie das gehört? Ja. Ja, leider. Das kann man nicht scannen, immer noch nicht. Okay. Ja, passen Sie auf! Boah, ich muss erstmal weg. Ich glaube... Boah, erstmal wegballern, ey. Okay, es ist tot. Shit, Alter. Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Okay, einfach wow. Mal ein Tierchen. Dann und dann unsichtbar. Also biologisch? Ja, erstaunlich. Nicht schlecht, Herr Specht. Ah, jetzt müssen wir noch besser aufpassen, ey. Unsichtbare Mistviecher, Aliens, die uns anschießen. What the fuck ist das? Ich hoffe, wir kriegen jetzt bald einen Speicherpunkt. Ich hätte voll Bock. Hey, da ist Speicherpunkt. Signalraketen. Da super. Drüben. Das heißt, unsere Leute sein. Wir machen hier ein Päuschen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Macht es gut, bis bald.